Hallo, mein Name ist Uwe Diederich Seidel. Ich bin seit 25 Jahren hier in Koblenz und seit 12 Jahren wohne ich hier mit meiner Familie auf dem Asterstein in einem Passivhaus. Von meiner Ausbildung her bin ich Politikwissenschaftler und Wirtschaftsgeograf. Ich habe als Verleger gearbeitet und als Journalist, als Lehrer und als Bildungsreferent und bin zurzeit tätig als selbstständiger Projektberater. Gleichzeitig habe ich Ehrenämter inne. Ich bin Vorsitzender des Kinderschutzbundes hier in Koblenz und des Fördervereins für das Vor-Asterstein. Und wenn es meine Zeit noch zulässt, engagiere ich mich auch noch in anderen Vereinen, im Verein für die Neue Synagoge, in der christlich-jüdischen Zusammenarbeit und in meiner Kirchengemeinde. In Koblenz kann man gut leben, im Herzen Europas, mit Zugverbindungen in alle Richtungen. Wir haben alle Schulformen, wir haben eine tolle Kultur, vom Techno-Festival bis zur Oper und zum Ballett und natürlich zum Kinder- und Jugendtheater. Die medizinische Versorgung ist exzellent. In Koblenz leben Menschen aus über 100 Nationen, von allen Kontinenten. Sie bereichern uns und geben der Stadt ein internationales Flair. Wir haben über 140 Sportvereine, aus denen regelmäßig Weltmeister und Olympiasieger hervorgehen. Stolz bin ich vor allen Dingen auf unsere Kinder und Jugendlichen, die der Politik und der Verwaltung jeden Freitag den Spiegel vorhalten und für ihre Zukunft und für unser aller Zukunft demonstrieren. Koblenz ist eine offene Stadt, ist eine tolerante Stadt und so muss es bleiben. Für alle Menschen, für alle Generationen. Im Stadtrat wird entschieden, was in dieser Stadt geschieht. Wofür wird Geld ausgegeben und wofür nicht? Wir als Grüne konnten uns in den letzten Jahren mit einigen Forderungen durchsetzen, aber viele Dinge liegen noch im Argen. Klimaschutz wird nicht ernst genommen. Es reicht nicht, Konzepte zu schreiben. Wir müssen die Dinge umsetzen. Sichere Schulwege existieren noch lange nicht in allen Stadtteilen. Ich will Tempo 30 in allen Wohngebieten. Für mehr Sicherheit für alle, die nicht im Auto unterwegs sind. Wir brauchen noch viel mehr Kita-Plätze. Und zwar nicht irgendwo in Koblenz, sondern da, wo sie nachgefragt werden. Die Stadt Koblenz muss besser werden für Familien. Die Stadt hat ein vollkommen überholtes Leitbild. Und da müssen wir ran, das müssen wir verbessern. Die Stadt muss sicherer werden für Kinder. Das Leben hier muss bezahlbar bleiben, nicht nur bei den Mieten. Wir brauchen mehr Grün direkt in der Stadt. Daran will ich mit Nachdruck arbeiten. Dafür stehe ich als Grüner. Es gibt etliche Dinge, die wir sofort angehen müssen. So was wie die Ausbaubeiträge, wie die im Moment gestaltet sind, finde ich das ungerecht. Das wollen wir ändern. Ich will das Jobrad für alle städtischen Mitarbeiter einführen. Dadurch wird Fahrradfahren attraktiver in Koblenz, die Autostaus werden kürzer und das Klima wird geschont. Ich will, dass die Stadt fit wird für die Buga 2029. Dazu müssen wir in unseren Festungsteilen investieren, in die Wanderwege, in den ÖPNV. Der muss vor allen Dingen günstiger werden. Ich will mehr erneuerbare Energien in der Stadt, Photovoltaik auf jedem städtischen Dach, Dachbegrünung, wo es geht. Die Busse der Stadt sollen mit Wasserstoff fahren und mehr Autos mit E-Antrieb. Es gibt viele gute Beispiele, wie wir unsere Stadt zukunftssicher machen können. Mein Ziel ist die klimaneutrale Stadt bis 2030. Der neue Oberbürgermeister hat bisher viel versprochen, aber noch nichts eingehalten. Und wenn es konkret wird, blockieren oft die große Koalition aus CDU und SPD. Deswegen braucht es starke Grüne hier in Koblenz. Lasst uns gemeinsam anfangen am 26. Mai. Für unsere Stadt Koblenz.